Der Sohn des letzten österreichischen Kaisers, Otto Habsburg, feiert heute seinen 90. Geburtstag. Der Wiener Erzbischof Kardinal Schönborn las aus diesem Anlass im Stephansdom einen Dankgottesdienst. Zum anschließenden Festakt, bei dem Bundeskanzler Schüssel die Laudatio hielt, kamen österreichische Regierungsvertreter sowie ausländische Politiker und Adelige, darunter der schwedische König Karl Gustav, in die Hofburg. Nicht anwesend war der Mann, der heute dort amtiert, Bundespräsident Klestil. Kaiserwetter zum 90. Geburtstag. Otto Habsburg, ältester Sohn des letzten österreichischen Kaisers, wird heute groß gefeiert. Sowohl bei einer Messe im Stephansdom als auch bei einem Festakt in der Wiener Hofburg. Dem ehemaligen CSU-Europaabgeordneten liegt die Erweiterung der EU besonders am Herzen. Europa sei für alle Europäer da. Auch auf Serbien dürfe man nicht vergessen, sagt Habsburg. Weiß Gott, man hat einiges mit Serben erlebt. Aber wir dürfen auch nicht vergessen, die Serben sind auch Europäer. Und wenn sie einmal den Weg der Freiheit, der Demokratie und des inneren Anstandes gehen werden, dann muss man sagen, auch für sie ist die Türe offen. Nicht nur den Serben soll die Tür offen stehen. Habsburg wünscht sich, dass alle europäischen Staaten, etwa auch die Ukraine, ein Stück vom Kuchen abbekommen. Die SPÖ blieb dem Festakt heute fern. Vom Europapolitiker Habsburg kamen zuletzt nämlich umstrittene Aussagen über den russischen Präsidenten Putin oder das US-Verteidigungsministerium Pentagon. Dieser, so Habsburg in einem Interview mit der FPÖ-nahen Zeitschrift Zur Zeit, sei eine jüdische Institution, der es hauptsächlich darum gehe, Israel zu schützen. Mehr darüber sehen Sie heute Abend in der Zeit im Bild 2. Und am Freitag senden wir ab 21.20 Uhr in ORF 2 eine Dokumentation über Otto Habsburg. Sein Vater war der letzte Kaiser von Österreich, er selbst war im republikanischen Österreich lange Jahre unwillkommen, Otto Habsburg. Er feiert heute seinen 90. Geburtstag. Der Mann, der sich mit seiner Pan-Europa-Bewegung als glühender Europäer positioniert hat, sorgte im Vorfeld der Feierlichkeiten zu seinem Geburtstag mit einem brisanten Interview für Aufregung. Das Pentagon sei eine jüdische Institution oder aus Russland drohe ein neuer Nationalsozialismus, wird Otto Habsburg in einem Interview mit der FPÖ-nahen Zeitschrift Zur Zeit zitiert und er erntet dafür heftige Kritik. Bei den offiziellen Feierlichkeiten sind die umstrittenen Aussagen aber kein Thema. Und die Party fand natürlich dort statt, wo seine Vorfahren noch zu Hause waren. Hoch an! Ein Salutschuss für Otto Habsburg. Der Sohn des letzten österreichischen Kaisers wird heute an seinem 90. Geburtstag in Österreich gefeiert. Sogar die Regierungsspitze gratuliert. Spannung zwischen der Republik und dem ehemaligen Kaiserhaus sind heute keine mehr zu spüren. Früher war das anders. Noch in den 60er Jahren durften die Habsburger nicht nach Österreich einreisen. Und als sie schließlich doch zurückgekommen sind, haben tausende Österreicher dagegen protestiert. Otto Habsburg hat kaum wie ein anderer Österreicher ein wechselvolles Leben geführt. Als sein Vater Kaiser Karl abdanken musste, war er noch ein Kind und musste mit seiner Familie ins Exil fliehen. Die Nazi-Ideologie hat er genauso abgelehnt wie den Kommunismus. Im Krieg in den USA, später in Bayern, ist er 1979 als Abgeordneter der CSU ein überzeugter Europaparlamentarier geworden, dessen wichtigstes Anliegen bis heute die Einigung Europas ist. Um zu diesem Ziel zu gelangen, sagt Bundeskanzler Wolfgang Schüssel, hat sich Habsburg oft kein Blatt vor den Mund genommen. Political correct im heutigen Verständnis war das vielleicht nicht immer, aber auch das hat sie nicht immer gestört. Sie haben ausgesprochen, was sie denken, was sie meinen. Was Habsburg meint, hat er vorgestern auch in einem Interview mit der FPÖ-nahen Zeitung Zur Zeit klargemacht und mit einem Frontalangriff auf den russischen Präsidenten Wladimir Putin für Aufregung gesorgt. Es kommt der Nationalsozialismus, natürlich nicht in der Form von Hitler, sondern mit Putin. Wie hat er denn diese Aussage gemeint? Der hitlerische Nationalsozialismus ist nicht der nationale Sozialismus eines Putin. Schau dir, der beste Beweis, dass das nicht ist, ist, dass sein größter Wirtschaftsseitenmann ist der Herr Abramowitsch, der ein Jude ist. Also es ist keine rassistische Organisation, aber es ist genau die zwei Worte separat. Er ist ein Nationalist und er ist ein Sozialist. Ein zweiter verbaler Angriff geht in Richtung USA. Laut Zeitungsinterview hat Habsburg gesagt, das US-Verteidigungsministerium sei mit Juden besetzt. Das Pentagon ist eine jüdische Institution, der es darum geht, Israel zu schützen.
Eine Aussage, für die die israelitische Kultusgemeinde heute eine Richtigstellung fordert und die Habsburg im ZIB-Interview bestreitet. Das habe ich überhaupt nie gesagt. Ich weiß ja überhaupt nicht, über was Sie reden. Und außerdem ist jetzt nicht der Moment, solche Kleinigkeiten hereinzustellen in einem so schönen Augenblick. Und so mischen sich nach dem umstrittenen Interview leise Misstöne in die Geburtstagsfeier. Was bleibt, ist freilich das Hauptanliegen Habsburgs, dass alle Staaten in einem gemeinsamen Europa ein Stück vom Kuchen bekommen sollen.